Schwere Kämpfe in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Spanien will Pipeline-Projekt nach Frankreich wiederbeleben und zum Drehkreuz für Flüssiggas werden. Kosovo und Serbien einigen sich im Konflikt um Einreisepapiere und Autoschilder. In der libyschen Hauptstadt Tripolis sind bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Gruppen mehr als 20 Menschen getötet worden. Dutzende wurden verletzt. Es sind die schwersten Kämpfe seit 2 Jahren. In Libyen streiten sich Ministerpräsident Abdulhamid al-Dabaiba und der vom Parlament zum Regierungschef ernannte Fatih Bashagha um die Macht. Ein Mitglied des Ältestenrates in Tripolis sagt: Wir appellieren an alle, ruhig zu bleiben, und wir erinnern alle an das Verbot von Blutvergießen. Die, die für die Unruhe in den vergangenen Stunden sorgten, werden bestraft werden. Es lebe Libyen. Augenzeugen zufolge wurde in Tripolis stundenlang geschossen und es kam zu Explosionen. Rauchsäulen waren über der Stadt zu sehen. Nach Regierungsangaben wurden mehrere Krankenhäuser beschädigt. Ob es sich bei den Getöteten um Soldaten oder Zivilisten handelt, ist unklar. In der ostukrainischen Stadt Slawiansk wurden ein Haus und eine Keramikfabrik von russischen Streitkräften beschossen. Es gab jedoch keine Toten oder Verletzten bei den Angriffen. Slawiansk, das mit Donetsk verbunden ist, gehört zu den Orten, die von den russischen Streitkräften gezielt angegriffen werden. Russische Raketen schlugen am Samstagmorgen im Zentrum von Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, ein. Verletzt wurde offenbar niemand. Ich kann nicht verstehen, worauf sie geschossen haben. Wenn es ein militärisches Objekt ist, dann bin ich Indira Gandhi. Ich habe keine anständigen Worte. Ich habe nur Worte, die ich nicht laut aussprechen möchte. Während der Krieg zwischen der Ukraine und Russland seit mehr als 6 Monaten andauert, trägt die Stadt Bachmut, die in der Region nahe der Frontlinie liegt, die Spuren des Krieges. Das Leben in der Stadt, aus der viele Einwohner weggezogen sind, ist zum Stillstand gekommen. Was sollen wir tun? Von hier verschwinden? Ich werde hier nicht weggehen. Ich habe meine Eltern hier begraben. Meine Großmutter ist sehr alt. Wer soll sich um sie kümmern außer mir? Ich will nicht von Haus zu Haus kriechen, zur Miete wohnen. Ja, ich bleibe lieber hier, auch in den Ruinen. Aber sie gehören mir. Russland und die Ukraine haben sich erneut gegenseitig einen Beschuss des von Moskaus Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporija vorgeworfen. Die Anlage sei erneut mehrfach beschossen worden, teilte der staatliche ukrainische Energiekonzern Energoatom mit. Es bestehe das Risiko, dass Radioaktivität aus dem größten Atomkraftwerk Europas austreten könnte. Der ukrainische Präsident Zelensky warnte vor einer erneuten Unterbrechung der Stromzufuhr für das AKW. Die Situation dort sei sehr riskant und gefährlich. Eine weitere Abschaltung der Reaktoren wegen Strommangels würde das Kraftwerk an den Rand einer Katastrophe rücken. Mit dem Krieg in der Ukraine wird der Zugang zu russischem Gas immer komplizierter. Angesichts der Gefahr, dass russisches Gas für Europa immer weiter wegbricht, sieht Spanien seine große Chance. Wir glauben, dass Spanien die Möglichkeit hat, ein Drehkreuz für Flüssiggas zu werden. Für viele Länder der EU eine Alternative zu russischem Gas. Spanien hat ohnehin bereits die meisten Flüssiggasterminals. Sie machen 35% der gesamten Speicherkapazität der EU aus. Außerdem verfügt Spanien über ein ausgedehntes Netz von Gaspipelines, die Verbindungen nach Algerien, Marokko, Südwestfrankreich und Portugal darstellen. Spanien würde nun gerne Verbindungen in den Nordosten Frankreichs, nach Belgien, in die Niederlande und nach Deutschland ausbauen. Aber kann Spanien das? Das Ganze ist nicht realistisch. Die Versorgung Nordeuropas soll doch zu möglichst geringen Kosten gewährleistet werden. Es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Die eine besteht darin, direkt in Deutschland oder im Baltikum eine Anlage zu bauen zum Entladen von Schiffen. Oder zweite Möglichkeit, eine Pipeline, die das spanische Netz mit der französischen Seite der Pyrenäen im Südosten verbindet. Und da reicht der Bau einer Pipeline nicht, denn sie muss ja auch an das europäische Gashochdrucknetz angeschlossen werden. Die angedachte Gaspipeline-Verbindung zwischen Spanien und Frankreich
könnte nach Angaben der Regierung in Madrid in weniger als einem Jahr funktionstüchtig sein. In Paris hält man sich jedoch bedeckt und zeigt kein großes Interesse. Das größte Risiko besteht darin, dass Spanien die Verbindungsinfrastruktur selbst baut, dass diese Infrastruktur dann nicht genutzt wird und dass Spanien die Zeche zahlt. Es wäre wichtig, dass bestimmte Länder sich dann auch zur Gasabnahme verpflichten oder die EU soll das Projekt finanzieren. Aber Spanien sollte sehr vorsichtig sein, bevor es in diese Pipeline investiert. Diskutiert wird auch eine Verbindung von Spanien nach Italien. Auch dies würde helfen, den Gasfluss nach Mitteleuropa und somit nach Deutschland zu erleichtern. Die beiden Balkan-Nachbarn Serbien und Kosovo haben ihren Streit um Einreiseregelungen nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell kurz vor Ende einer neuen Frist beigelegt. Wir haben einen Deal, berichtete Borrell am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Serbien habe zugestimmt, Inhaber von Ausweispapieren des Kosovos künftig ohne weitere Dokumente einreisen zu lassen. Im Gegenzug habe das Kosovo den Plan fallen gelassen, die Einreise von serbischen Staatsbürgern in Kürze zu erschweren. Borrell sprach lobend von einer europäischen Lösung. Weiter schrieb er: Wir beglückwünschen beide Führer für diese Entscheidung. Serbien weigert sich seit fast anderthalb Jahrzehnten, die Unabhängigkeitserklärung seiner einstigen Provinz Kosovo anzuerkennen. Die EU versucht schon seit Jahren, zur Klärung des Verhältnisses beizutragen. In der nordserbischen Stadt Subotica an der Grenze zu Ungarn halten sich zurzeit über 10.000 Migranten auf, die versuchen, in die EU zu gelangen. Das sind Rekordzahlen seit der Flüchtlingskrise in 2015. Die meisten hier kommen aus Nordafrika, aber auch aus asiatischen Ländern. Sie wohnen in einfachen Zelten mitten auf den Feldern. Gehindert an der Einreise in die EU werden sie durch den 4 Meter hohen Grenzzaun, den die Regierung von Viktor Orban errichten ließ. Dadurch wollte Ungarn den Zustrom der Migranten über die sogenannte Balkanroute verlangsamen. Doch laut dem Asylum Protection Center sind seit Anfang des Jahres über 65.000 Menschen durch Serbien gezogen. Einer großen Zahl von ihnen sei es gelungen, weiter nach Westen zu kommen. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex sagt, es sind dreimal so viele Migranten wie im gleichen Zeitraum 2021. English? Yeah, I'm student, is so. Der künftige König als Schreiberling Prinz Charles hat als Gastredakteur eine Ausgabe der britischen Afrika-Karibik-Zeitung The Voice herausgegeben, die ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Das Blatt soll am 1. September erscheinen. Die royale Publikation enthält ein exklusives Interview mit dem schwarzen britischen Schauspieler Idris Elba, der in The Wire und in mehreren Marvel-Filmen mitspielte. Elba bedankte sich bei Prinz Charles und betonte, dass ein Stipendium von Charles' Wohltätigkeitsorganisation sein Leben verändert habe. Prinz Charles erklärte zu The Voice, in den letzten 4 Jahrzehnten mit den enormen Veränderungen, die sie miterlebt hat, ist Großbritanniens einzige überlebende schwarze Zeitung eine Institution und ein entscheidender Teil des Gefüges unserer Gesellschaft geworden. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner und der Polizei gekommen. Gefolgsleute der linken Politikerin stießen Straßensperren um. Beamten setzten daraufhin Wasserwerfer und Tränengas ein. Hintergrund ist die Entscheidung der Stadtverwaltung, das Haus der argentinischen Vizepräsidentin einzuzäunen. Cristina Fernández de Kirchner wird der Korruption beschuldigt. Von einem Balkon aus bedankte sich die ehemalige Präsidentin für die Unterstützung. Es ist unglaublich, wie zynisch und pervers es ist. Sie wollen in Wahrheit den Peronismus auslöschen. Die Staatsanwaltschaft hatte 12 Jahre Haft und eine lebenslange Sperre für öffentliche Ämter gefordert. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann und Ex-Präsidenten Nestor Kirchner soll sie einen befreundeten Bauunternehmer ohne Ausschreibungen eine ganze Reihe von öffentlichen Aufträgen beschafft haben. Ein Teil der überhöhten Baukosten sei an das Ehepaar Kirchner zurückgeflossen.
Präsident Alberto Fernández kritisierte den Einsatz. Er verurteile die Gewalt, die gegen Bürger, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzten, ausgeübt worden sei.